Ja, nach einem harten Wettkampftag lassen wir das jetzt ein wenig ausklingen mit einem starken Essen, was es hier gibt. Hier gibt es zwei Menüs für die Sportler, wo sie sich stärken können nach diesem sehr, sehr harten und anstrengenden Wettkampftag. Und dann geht es weiter mit der Tombola hier auf der Bühne. Dann beginnen die Drachenbootrennen und das ganze Abend wird ausklingen gelassen mit einem bunten Rahmenprogramm am Ende des Tages. Kann's losgehen. Lukas, wir öffnen gemeinsam unsere Tombola-Box. Das heißt, ich öffne sie und du wirst ziehen. Ich lege den Deckel mal ganz weit hier hinten hin. Ja, bevor du hast schon gezogen, aber schön für dich behalten. Wir verlosen als erstes ein Mountainbike, gesponsert von der Firma Coca-Cola. Coca-Cola Zero drauf, das Ganze in schwarz. Ich bitte mal Herrn Rehmer, genau das Fahrrad schon mal anzupacken. Er wird es übergeben. Lukas, du hast ein Los gezogen. Ist es ein männlicher Teilnehmer oder ein weiblicher? Ein weiblicher. Ein weiblicher. Mit welchem Buchstaben fängt der Vorname an? L. Ein L. Alle jungen Damen mit L am Anfang dürfen sich noch Hoffnungen machen. Mit welchem Buchstaben fängt der Nachname an? W. Mit W. Genau, Initialen LW. Gibt es da noch jemanden? Wer macht sich noch Hoffnung? Lukas, lies mal vor, wer ist es ganz genau? Lucy Wagner. Lucy Wagner, herzlichen Glückwunsch! Der erste Tombola-Preis geht an Lucy Wagner von der FG Schwerin. Lucy ist tatsächlich anwesend, das ist ganz wichtig. Wer nicht anwesend ist, bekommt den Preis nicht mit. Das wird also weitergezogen. Lucy, tritt nach vorne. Herr Rehmer beglückwünscht Sie. Lucy, du hast Fahrradführerschein? Ja. Wann gemacht? Ist eine Weile her, alles klar. Lucy, dein neues Fahrrad von Coca-Cola Zero, überreicht vom Präsidenten des Landessportbundes, Herrn Rehmer. Bitteschön. Ich wollte gerade sagen, da gibt's Hilfe. Wir kommen zu dreimal einem Gutschein. Jetzt muss ich mal fragen, werden auch drei Gutscheine verlost? Wirklich drei Gutscheine, drei einzelne Gutscheine. Für vier Personen in einer Jugendherberge für drei Übernachtungen. Da bitte ich mal Herrn Haberland zu mir. Genau. Vertreter des Landessportbundes. Lukas, du ziehst den ersten Gewinner für einen Gutschein. Jawohl, von ganz unten. Lukas, männlich oder weiblich? Männlich. Jawohl, herrscht Gleichberechtigung hier. Er kommt vom Sportverein? VC Parchim. Jawohl. Wer kommt vom VC Parchim hier alles? Ist überhaupt jemand da vom VC Parchim? Aha, da, alles klar. Und derjenige heißt? Krüger Jens. Jens Krüger. Jawohl, einer der Verantwortlichen, der Aufpasser, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Jawohl. Herr Krüger, mit sportlichem Sprung oder doch die Treppe? Ich weiß es nicht, wie Sie es wollen. Jawohl, so muss es sein. Herzlichen Glückwunsch. Ein Gutschein übergeben von Herrn Haberland, Vertreter des Landessportbundes hier auf der Bühne. Bitte schön. Ein Gutschein für drei Übernachtungen für vier Personen in einer Jugendherberge. Also wer sich besonders hervorzieht beim VC Parchim, könnte mit im Boot sein. Lukas, zweiter Gutschein. Deine Aufgabe, wieder ganz tief reingreifen. Wir nehmen das mal ein Stück zurück hier. So. SAV Torgelow. SAV Torgelow und weiter. Kann keiner vervollständigen den Namen? Da steht noch was dahinter. Ist ein männlicher Vertreter, richtig? Ja. Fängt mit A an. Oh, weiß keiner. Lukas, wie heißt er? Alex Bollno. Ist er wirklich da hinten um die Ecke? Alex, bist du hier? Jawohl, da zeigt er den Finger. Alex, komm zu uns. Von dir verlangen wir den Sprung hier hoch mal nicht. Du darfst gerne die Treppe benutzen.
Der Präsident des Landessportbundes, Herr Wolfgang Rehmer, überreicht dir den Gutschein. Genau, Erinnerungsfoto. Auch du hast mal neben dem Präsidenten gestanden, Alex. Der zweite Gutschein für 3 Übernachtungen für 3 Personen, Jugendherberge in MV. Lukas, es bleibt der dritte Gutschein, bitte greif hinein. Und ich würde sagen, den überreicht Herr Wüstenberg, auch Herr Haverland wieder. Gut, Special Guest mit Special, jawohl, mit Special Preis. So, wir haben den dritten Gutschein gezogen. Es ist männlich oder weiblich? Weiblich. Also das Mädel kommt von der? FG Schwerin. Warum das denn? Also, die junge Dame heißt richtig? Isabel Skosa. Isabel. Isabel Skosa von der FG Schwerin. Da kommt sie angelaufen. Jawohl. Komm auch du zu uns über die Treppe hoch. Und Herr Haverland, Repräsentant des Landessportbundes, wird dir den Gutschein überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Kurz und schmerzlos, die junge Dame, ne? Ja, das ist heutzutage, ne? Mensch, mein Gewinn, den nehme ich mit. Lukas, du bist schon wieder dran. 2 Konzertkarten für Ich und Ich im September in Ralswiek auf Rügen. Gesponsert von Antenne MV. Herr Wolfgang Rehmer, Präsident des Landessportbundes, wird den Gutschein bzw. die beiden Karten überreichen. Lukas, wühl ordentlich drin rum. Lukas hat ein Los in der Hand. Hauaha. Sportverein? Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. AAC-NRA ist der Sportverein. Erkennt sich jemand wieder? NRW? D wie Dora? B wie Bertha? Das sieht aus wie ein A. Also, demnächst Schreiben üben. Der Gewinner ist? Männlich oder weiblich? Männlich. Es gibt einen ganz berühmten Clown, der so heißt. Clown Ferdinand. Und jetzt ist die Frage, ist das der Vorname oder der Nachname? Das ist der Vorname. Wie heißt der richtig, Lukas? Kann ich nicht lesen. Kann ich nicht lesen. Ich sag's ja, Schreiben üben. Er heißt Ferdinand Heinrich. Ne, das war nach dem Paddeln geschrieben, würde ich sagen. Da haben die Hände noch ein bisschen gezittert. Also, Ferdinand Heinrich. Das mit dem Clown nimmst du mir hoffentlich nicht übel. 2 Konzertkarten für Ich und Ich im September diesen Jahres in Ralswiek auf Rügen. Gesponsert von Antenne MV, übergeben vom Präsidenten des Landessportbundes, Herrn Wolfgang Rehmer. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Gast hier auf der Bühne, der hat bis jetzt noch gar nichts getan. Das liegt daran, dass er der Wichtigste ist heute, anscheinend. Herr Wüstenberg, kommen Sie zu mir. Mit nach vorne, Lukas. Du waltest deines Amtes der letzte und entscheidende Preis. Ein Fahrrad gesponsert von der AOK. Lukas greift ganz tief nochmal hinein in unsere Tombola-Box. So, Lukas. Total spannend. Das kann man aber lesen. Der, die das, hat das vernünftig geschrieben. Der Sportverein ist der? HAV. Warum denn nein? Wer hat alles nicht gewonnen? Mal Hand hoch. Also es ist die überwältigende Mehrheit, oder? Also bei der Bundespräsidentenwahl war es nicht so eng, hätte ich mal gesagt, nicht so deutlich, da war es enger, denke ich. Ist es männlich oder weiblich? Weiblich. Anfangsbuchstabe des Vornamens ist? S. Anfangsbuchstabe des Nachnamens? E. Ja, weiblich, da üben wir noch, ne? Das gucken wir nochmal nach, männlich oder weiblich. So, wie heißt die junge Dame komplett? Saskia Engel. Saskia Engel. Jawohl, die Spritarbeit, die freut sich aufs Fahrrad, würde ich sagen. Also, Saskia Engel gewinnt ein Fahrrad, gesponsert von der AOK. Übergeben von Herrn Wüstenberg, Vertreter der AOK. Genau, einmal Foto noch machen lassen, Erinnerungsfoto, jawohl. In schick in weiß. Immer fleißig putzen, ne Saskia? Damit das auch so bleibt.